Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Test Starship Corporation. So, wir sind jetzt bei Red Alert angekommen. Total. Drei Piloten brauchen wir. Ich will auch die Techniker will ich auch nicht reduzieren, ganz ehrlich. Wir machen das jetzt einfach so weiter. Wir starten die Mission und gucken, was bei rumkommt. Was? Units need to armed? Red Alert. All available units need to be equipped at the armory and position strategically for hostile encounter and ship warning on and stuff. Really? Wir haben da doch gar nichts drin. Ey, wie sollen wir das denn? Blue Alert? The entire crew has to get to the emergency cab. Escape vehicles to be ready to abandon the ship. Wo ist die Emergency-Dingens? Yellow Alert. Bridge, engine room and life support need to be managed. The crew has to be ready for collisions or fire engine. All arriving military units have to rally in the armory. Wir haben aber keine Marines. Wie soll man das denn schaffen, bitteschön? Au, Backe. 11 von 15, ich geb dir gleich 11 von 15. Ungenügend. Puh. Wir machen Blue Alert. Wir versuchen die zu den KI bereit. Dein All Schiff. Personnel, please report to your designated emergency escape vehicle. Ich hab Angst. Wow! Key alarm stats do not does not exist. Ein Error. Oh. Sieht doch schön aus hier, oder? KI bereitet dein Schiff für die Simulation vor. Ja, das war's dann mit dieser Sache. Die funktioniert wohl noch nicht. So richtig. Wie komme ich jetzt hier raus? Escape? Escape? Okay, ich muss das Spiel neu starten, wenn das so ausschaut. Also Escape kann ich nicht. F1. Da kann ich aus raus escapen, aber ich kann hier nicht raus escapen. Kann ich jetzt irgendwie... Ich kann hier wirklich nicht. Ja, ich habe jetzt einen größeren... Bug. Also die Mission kann ich noch nicht spielen. Bedeutet, wir versuchen jetzt erstmal... Folgendes. Und zwar werde ich das Spiel mal eben versuchen, mit dem Task Manager zu beenden. Task Manager wird ausgeführt. Task beenden. Ob das jetzt funktioniert, ist natürlich auch eine Frage. Das Programm reagiert nicht. Ach nein. Ja, da hatten wir mal einen Crash. Ja, das passiert halt auch. Es ist eine Early Access. Kann man nichts dran machen. Versuchen wir nochmal unser Glück. Ja. Ja, das ist jetzt die Zeit, die jetzt immer bemängelt wird halt am Anfang, dass es immer so lange dauert zum Laden. Ne? Es dauert so circa, ja, so 2-3 Minuten dauert das Spiel Laden schon. Das ist jetzt nicht, also für die heutige Zeit ist das schon recht viel, weil wenn man mal überlegt, die meisten Spiele, Fallout 4 ist jetzt auch eigentlich relativ schnell geladen. Du brauchst ja halt nur den dementsprechenden Mittelklasse-PC dafür. Dann läuft das ja auch schon recht gut. Deswegen, das ist schon komisch. Zum einen natürlich, weil wenn man so denkt, so, ja, ich kann voll die tollen Spiele spielen und Witcher 3 läuft perfekt und Fallout 4 auch. Und dann will ich mir so ein Starship Corporation anmachen und dann, ja, dann brauche ich ja erstmal 2 bis 3 Minuten, bis der Teil überhaupt funktioniert hier, bis das überhaupt anfängt mal zu laden. So, jetzt habe ich ja auch ein richtig, wirklich Vollbildschwarz.
schwarzen Bildschirm und jetzt haben wir wieder Zugriff. Okay, wie man gesehen hat, konnte man das eine noch nicht machen. Wir gucken mal, was wir bei dem Sandbox-Spiel Marktauftrag, Technologie, Schiffsmannschafts, Markt, Verkauf. Gucken wir uns einfach mal Markt und Verkauf an. Expand the tutorial contract again. The matching ship classes for this contract appear in the lower half of the screen. It should be sample ship and the ship you've created in the tutorial. Okay, wir sind jetzt wieder im Tutorial und wir können uns jetzt aussuchen irgendeins, was wir schon erforscht haben im Tutorial. Wenn ich jetzt wüsste, was das war. Little Bug. 100 Lichtjahre, 2 Monate. Unerforscht Jan Mori, das was wir gerade eben gemacht haben. Der Entwurf muss innerhalb des Budgets von bleiben. Wir brauchen eine Reichweite von 400 Lichtjahren und eine maximale Crew von 7 Leuten für eine Dauer von 7 Monaten. 400 Lichtjahre ist nicht gerade wenig, ne? Und wie viel wollen die? Die wollen 100 Lichtjahre. Wir nehmen die hier. Die brauchen nur 100. Ja. Welcome to the ship design tutorial. Please use the next button to start. This? Okay. Stop. Also hier. In this screen, you can determine which contract you're working on and which fuselage to use. You can either click on load to start with a pre-existing design or start a completely new blueprint, which we're going to do now. Was? Wir brauchen jetzt wir machen einen neuen Blueprint oder was? Okay, dann machen wir einen neuen Blueprint. Gut, gut. Neu. Okay. You can choose the goals for this ship design by switching between contract, custom and none. Please select contract now. Ja, das Select haben wir doch schon Design gemacht. Tutorial Contract from the list of contracts. Wo? Below the contract list, you'll see the most important requirements of the selected contract. Wo? On the right half of the screen, you can select from a list of fuselages. Mhm. Currently, only Little Bug has been researched, so please click on Start Design in the lower right corner to enter Aber ship design. Aber wir haben das doch schon gemacht. In the upper left area, you'll find the Mission Progress panel. Here you can monitor how good your ship is rated. Ja. You can minimize this window by clicking on one of the arrows on the right side. Okay. In the upper right, in the ja. Upper right, at ja, the top, at the bottom, at the bottom, when a room is selected, okay. You can return to the build menu by pressing the space key or by clicking on the build. Welcome to the market tutorial. Oh, ich Please use tutorial. The next button Können to wir stop. Nicht aus dem scheiß Tutorial raus? Zurück zum Hauptmenü. alter Spiele. Okay, das ist, also bist du einmal im Tutorial drin, bist du im Tutorial gefangen. Du kommst dort nie wieder raus. Okay, wir starten einfach mal ein neues Sandbox-Spiel. Und wir dann uns wieder Silent Running. Yo, yo, yo. Starte Spiel. Lade Galaxie. Was eigentlich auch immer die gleiche ist. Wir sind auch im Tutorial. In der Alpha, ja, im Tutorial sind wir auch. Connecting to Network. Kann man jetzt hier. Hier kann man nichts machen, oder? Hm. Okay. Wir gucken uns jetzt einfach Schiffswerft. Können wir halt leider auch nichts machen. Oh, doch. Ernsthaft? Wieso können wir da nichts machen? Wir sind beschäftigt? Ja, aber wir das immer noch nicht können in der Alpha. Okay, wir können nur Technologie, Mannschaftstraining und Schiffentwurf. Finanzübersicht und Kommunikation ist... Ja, wir machen einfach einen neuen Schiffsentwurf. Ne, wir gucken. Warte mal. Was hatten wir denn? Schiffsplan laden. Frachter 1. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das... noch alles dabei ist. Wir entwickeln jetzt mal in der Technologie Folgendes. Militär.
Oder, ja, wir machen mal Militär. Komm. Wir erforschen militärmäßig. Das braucht man ja auch zwischendurch mal. Militär. Militär braucht... Braucht was? Verteidigung, Angriff, Standardnavigation. Notfallsnavigation, das braucht eigentlich fast alles, oder? Nee, Militär ist eigentlich das Teil des Battlestar Galactica, halt, ne? Warte mal. Navigation. Mission. Notfallsnavigation. Jetzt müssen wir erstmal C drücken. Und dann gucken wir mal. Es reicht ja schon, wenn es nur ein Mittelstreckensensor ist. So, und jetzt? Gucken wir mal, erforschen wir mal ein bisschen. Ein bisschen testen wir hier aus. Der Eric ist jetzt gleich fertig. Gesundheitszentrum. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Rumpferweiterung. Fahrwerk, Ladungskammer, Notfall, Stromversorgungen, erweitertes Arsenal, das brauchen wir auch auf jeden Fall. Militär. Irgendwelche Militärräume, die noch keinen... Hier. Das ist mir jetzt egal. Wir machen diese Räume, auch wenn ich nicht weiß, was da drin ist. Das soll ja irgendwo ein Militärraum sein dann wahrscheinlich. Boah, der dauert aber lange, um zu entwickeln. So, und dann machen wir mal Arsenal. Ich vergesse immer da oben wieder drauf zu drücken. Das wird immer automatisch gestoppt, wenn da etwas, eine Forschung abgeschlossen ist. Kleine Forschungsstation A, B und C. Ja, wir gucken jetzt schön gechillt hier. Komm, wir machen mal eine Woche, das müsste dann schneller gehen. Bei Forschung ist es eigentlich eine Woche eigentlich besser. Dann geht das schneller, sieht man ja. Jo. Das nächste. Noch was. Und noch eine Woche. Gut. Ja. Gut, jetzt nochmal. Gut, jetzt haben wir alles erforscht hier. Korridore, Lift, Stromverbindung. Ich weiß nicht, ob man... Ach komm, wir machen das einfach. Wir machen es einfach, weil wir es können. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle. Und Korridor... ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Was brauchen wir denn noch? Kombüse, erweiterte Lebenserhaltung. Wo ist das mit der Moral? Hier war doch auch irgendwas mit der... Also, dass die... Der Lebensstandard ist das, ne? Lebensstandard. Notfall. Lebensstandard. Automatisierte Kombüse. Was haben wir hier? Wasserfilter. Komm, wir machen nochmal eine Kombüse, aber die machen wir jetzt in einem B-Dingens. Die bauen wir dann gleich einfach und nochmal ein Spital, aber das wird dann bei A gebaut. Bei A erforscht. So, und dann, wenn wir das haben, dann wird es Zeit, mal einen Militärflieger zu bauen, ein Militärraumschiff. Schauen wir mal.
So, sind wir bald fertig mit den Forschungen. Und jetzt versuchen wir einfach mal, ein Schiff zu entwerfen. Weil wir es können. Wir machen ein... Das ist ja genau das Teil, was ich so toll finde. Ha! Ein kleines Gremlin. Süß, süß, süß. Hui. So verknuffig. Dass das ein Militärschiff ist. Oh. Wieso trotzdem so süß? Was haben wir denn hier? Da haben wir eine Kombüse. Deckverbindung. Wir machen Lift. Lift. Der geht von unten nach oben. Aber ich will von oben nach unten. Warum geht das nicht? Das ging doch auch noch irgendwie. Okay, wir machen den Lift später. Das geht mir jetzt gerade irgendwie auf Keks. So? So kann man nicht. Mach mal einfach so. Okay. So, was haben wir noch? Eine Brücke brauchen wir und einen Computer. Die Brücke und den Computer. Jetzt haben wir nämlich diese Sache, ne? Hier oben, glaube ich, packen wir das ganze Militärzeug rein, oder? Piloten. Also warte mal, was ist das jetzt? Das sind jetzt die Kajüten, oder was? Die unter 12 Soldaten, 8 Soldaten... Alter. Künstliche Menschen kann man noch gar nicht erforschen, aber die gibt's auch. Angriff? Raketen, Angriff... Ja, ach, wir haben nur jetzt... Verteidigung, Tarnung, Schilde... Wir sind ja ein... Das ist ja ein tolles, Militärschiff. Oh, hier, doch, hier haben wir was. Erweitertes Arsenal. Kann man hier unten noch so ein kleineres Arsenal hinmachen? Ah. Wie viel Arsenal ist denn das jetzt? Mal kurz gucken. Technikern's not enough. Wir brauchen Militärsicherheit, brauchen wir mindestens einen. 4 Techniker und einen Piloten. Gut, hier oben stopfen wir das Militär ein. Alter. 12. War eben 12 Militärtypen, weißt du? Und die haben so viele Kavummis da drin. Das ist total übertrieben jetzt hier. Ey, da würde sich Battlestar Galactica drüber freuen, hey. So, einen Lift wollte ich. Ich wollte einen Lift und kein Treppenhaus. Den kann ich jetzt immer noch nicht bauen, wahrscheinlich. Hier. Und wo kommt der jetzt an? Boah. Ah, jetzt kann ich den auch hier oben. Ja, komm. Pflanzen wir den dahin. Dann noch eine Luke. Die müssen erstmal durch so ein ganzes Waffenarsenal, um nach oben zu kommen. Oh mein Gott. Was haben wir denn sonst noch? Eine Piloten. Eine kleine Brücke. Ich weiß nicht, die Brücke können wir nicht hier oben hinbauen. Das geht nicht. Direkt beim Militär.
Wäre auf jeden Fall gut geschützt, ne? Also wenn die da oben beim Militär wäre. Gucken wir mal, was mit dem Computer ist. Den könnten wir hier oben hinpacken, oder? Den packen wir dahin. Und dann machen wir noch, was machen wir? Wir machen noch Unterkünfte, und zwar Piloten. Die müssten wir eigentlich jetzt hier hin. Ja, fast. So, drei Piloten hier oben. Alter, das wird ja ein Mammutschiff, ey. Boah, ey. Wenn man dann auch wirklich so viele Sachen machen könnten, das wäre natürlich nice, aber ich glaube, da haben wir nicht dran. Und dann wollten wir noch die Brücke. Die brauchen wir. Machen wir einfach hier hin. So, dann nochmal ein paar Luken. Damit das auch verbunden ist. So, hier haben wir jetzt drei Piloten. Die sind immer grün angezeigt. Militärgrün. Alles, was lebt von grün. Das hier ist der Lift. Merke ich gerade, dass das alles immer so ein paar unterschiedliche Farben sind. Nochmal eine. Das sind jetzt die Techniker, zwei Stück hier oben. Aber mehr kann ich jetzt hier oben aber auch wirklich nicht hinpacken. Das ist schon. Wir brauchen hier oben eigentlich. Eigentlich müssen wir das ganze Militär fast. Die ganze Militärsachen müssen wir nach unten verfrachten. Oder das alles nach unten. Weil. Oder haben wir der. Die haben die Sachen, haben wir alle. Ja, aber die brauchen wir ja auch. Die brauchen ja auch Platz hier oben. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier oben alles vollkleistern. Und das im Grunde genommen hier nichts bringt. Lass uns erstmal einfach nur mal hier unten gucken. Vielleicht brauchen wir auch nur die untere Etage. Was brauchen wir denn sonst noch? Wir brauchen Fracht. Und zwar brauchen wir Treibstoff. Hier kann man den nicht hin, man kann den nur hier so. Hier mal Treibstoff. Und hier haben wir Treibstoff. So, dann bauen wir hier eine Luke. So, dann haben wir das schon mal. Wir brauchen noch. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Brücke. Und ein PC. Ich fange mal mit dem PC lieber an. So, wenn wir das gleiche Spiel wie beim letzten Mal, ne? Kommt mir zumindest so vor. Kann man den nicht auch einfach hier hinbauen? Komm, wir bauen den da hin. Und die Brücke bauen wir so. Ja, das ist super. Dann machen wir daneben die Quartiere für unsere Piloten. Ist da immer drauf zu drücken, ne? So, dann brauchen wir noch ein paar Techniker. Können wir ja auch so machen. Und einen Sanitäter brauchen wir sicher. Wir brauchen nochmal zwei Techniker. Ja, dann mache ich das doch anders. Dann kommen die so hier hin. Bedeutet, einmal bitte umdrehen. So. Und nochmal ein Techniker hier zwischen. Und dann ein paar Luken. Eine Luke, zweite, dritte, vierte. Die kriegen jetzt auch Anschluss. Und hier in der Mitte ist auch Anschluss. So.
Energiekühlung, Wochenkühlung. Kühlung, 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 Wochen. Das wäre hier. Ich glaube, die Kühleinheiten, ist egal. Ja, die können wir ja hier. Und hier. Vielleicht, wenn wir alles wirklich hier unten reinbauen, können wir auch die direkt hier so schön. Also wir haben jetzt wie viel Kühlung? 400. Wir brauchen jetzt noch Strom. Das ist ja witzig. Hier könnte man das von beiden sein. Okay. Hier haben wir Strom. Hier haben wir auch nochmal Strom. Dann haben wir hier auch nochmal Strom. Und hier auch nochmal Strom. Dann haben wir hier 1200 auf dieser einen Ebene. Das müsste eigentlich auch vorerst reichen. So. Nee, das wollte ich. Ja, das können wir jetzt noch verschieben. Ist ja nicht das Problem. Einmal so runterziehen. So, wir brauchen noch die Kühlungsluken. Kann man hier zwei bauen? Jetzt ist die Frage, bringt das denn doppelt so viel? Plus 100? Und wie viel bringt die? Nix. Also die bringt auch nur 100. Also können wir die auch wieder wegmachen, oder? Bringt ja nichts. Also, warte mal, Kühlungsluke L? Was ist denn jetzt eine Kühlungsluke L? Die ist dann doppelt so groß, oder was? Ja, bringt ja hier auch nichts, brauchen wir ja nicht. Wir brauchen eine kleine Kühlungsluke. So, die Kühlungsluken sind jetzt auch verteilt. Dann machen wir noch ein paar Luken. Hier haben wir sie ja schon fertiggestellt, die Luken. Ja, wir wissen, wir haben den Not Enough. Not enough Fühl hier. Das hat aber damit zu tun, dass das noch nicht miteinander verbunden ist. Und das auch noch keinen Strom hat. Was könnten wir denn noch machen? Also Treibstoff haben wir. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. 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 Können wir hier noch irgendwas hinbauen? Sauerstoff. 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 Reicht das? Wie viel Wasser haben wir denn jetzt? Genug? Weiß ich gar nicht. Sauerstoff 0%? Ja, aber wenn uns, weil wir da noch keinen Strom drauf haben. Wasser, Feststoff, brauchen wir nichts. Lebenserhaltung, genau. Lebenserhaltungszeugs. Oh, da könnte man da oben dann wenigstens noch einen Typen hin. Pflanzen, Wasseraufbereitung. Können wir leider nicht direkt daneben bauen. Könnte man aber so machen. Hier könnte man jetzt noch ein paar Techniker einbauen. Gucken wir mal nach Mediziner. Aber Mediziner, der hatte. Ja, hier, der könnte man auch hier hinbauen. Ja, dann bauen wir den mal dahin. Dann noch ein paar Techniker. Also Gaius Balta hat schon Platz gefunden an Bord. Der Glückliche. Unser Forscher. So. Ja, dann werden wir mal in der nächsten Folge weitermachen. Sieht irgendwie voll cool aus. Ich mag dieses Teil irgendwie voll. Und guck mal, was wir daraus machen können. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis vielleicht zur nächsten Folge. Tschüssi.